Schnell starten, schnell raus nach dem Boxenstopp. Wer im Motorsport vorne mitfahren will, der braucht eine gute Antriebsperformance. Ein Joker kann da der Einzelradantrieb sein. Warum und wie es funktioniert, darum geht's in diesem Video. Gerade rede ich noch vom Einzelradantrieb. Jetzt stehe ich hier neben dem Schaeffler Showcar mit einem elektrischen Antrieb. Was hat das eigentlich mit Einzelradantrieb zu tun? Beim elektrischen Antrieb habe ich im Vergleich zum verbrennungsmotorischen Antrieb einen wesentlich schwereren Energiespeicher mit der Batterie, habe aber im Umkehrschluss beim Motor einen wesentlich leichteren Energiewandler. Ich kann deswegen relativ einfach mehrere Motoren pro Fahrzeug verbauen und so einen Einzelradantrieb realisieren. Zum Vergleich: einer unserer Motoren mit 300 PS wiegt etwa 25 Kilogramm. Weiterhin hat der Elektroantrieb den Vorteil, dass er eine wesentlich höhere Regeldynamik aufweist. Neben der Regeldynamik gibt es noch einen zweiten Aspekt, der wichtig ist zum Thema Energiemanagement. Und dafür kann man zum Beispiel das hier machen. Beim Bremsen können wir mit dem Elektroantrieb Energie zurückgewinnen. Da die Batterie wesentlich schwerer ist als der Kraftstoff im Tank beim Verbrennungsmotor, kommt dem auch eine besondere Bedeutung zu. Durch den Einzelradantrieb wiederum sind wir in der Lage, die rekuperierte Energie zu maximieren. Ist ein bisschen Gamification, wenn man schauen kann, wie man durch seine eigene Fahrweise wieder Energie zurückgewinnen kann. Was zwar auch tierisch Spaß macht, ist natürlich Anfahren, maximales Drehmoment. Wie managt man das eigentlich beim Einzelradantrieb? Wir haben zwei wesentliche Punkte zu beachten. Die eine Frage ist, in welches Verhältnis setzt sich die Leistung der Batterie zur Leistung der vier Motoren, weil ich in vielen Fahrsituationen ohnehin nicht die komplette Motorleistung auf den Boden bekomme, beispielsweise am inneren Rad, Ausgangs der Kurve. Und der zweite wichtige Punkt für uns ist, dass wir eine gut funktionierende Schlupfregelung brauchen, damit das Fahrzeug mit der hohen Dynamik des Einzelradantriebs noch gut kontrollierbar ist. Klingt so, als würde es hier nur um Performance gehen. Dabei steht Elektromobilität doch eigentlich für Nachhaltigkeit. Ja, auch wenn wir uns hier natürlich auf die maximale Performance fokussieren, kann ich mit diesem Antriebskonzept den Energieumsatz beim Fahren reduzieren und last but not least auch lokal emissionsfrei unterwegs sein.